Wunderschönen zusammen. Hallo. Wir grüßen aus Johnny. Jo, wir haben alles gepackt, aber ich sag mal, wir sind jetzt nicht überladen. Das heißt, wir haben eigentlich alles gut unterbekommen. Ja, wir haben aber nicht so viel an Klamotten oder so mitgenommen. Nö, aber wir haben das Vorzelt Ja. dabei und alles, also schon einiges und ja, aber alles gut untergebracht. Ja. Und jetzt geht die erste große Tour los mit einer Etappenfahrt. Wir fahren heute erstmal nur bis Amfing. Das ist aber auch schon ein Stück, muss man dazu sagen. Ja, Aber ja, wir freuen uns gemütlich. schon sehr, unseren dicken Johannes mal wieder zu sehen. Yay. Jo! Wo sind wir? Heppenheimer Kohlplatten oder so? Irgendwas mit Kohlplatten. Kohlplatten. Ja, und hier machen wir jetzt Pinkelpause. Wir haben noch 2 Stunden vor uns, also haben quasi mehr oder weniger gerade Halbzeit. Ist doch genau richtig, um pinkeln zu gehen. Oh, guck mal, da steht ein Tesla. Ah. Ja, was soll ich sagen? Wir sind angekommen in Amfing. Bei Wo? bestem Wetter? Ja, wen haben wir denn da? Wen haben wir da? Ich Cookie glaube, der da, wohnt hier. So, jetzt gehen wir erstmal was einkaufen, weil wir wollen grillen. Aber ich glaube morgen, ne? Ja. Morgen wird gegrillt und dafür gehen wir jetzt Fleisch einkaufen, dass es schön frisch ist. Gerade Essen holen. So, jetzt richtig frisurtechnisch kaputt vom Helm, aber egal. Wir haben Burger geholt, tatsächlich. Und es hat tatsächlich mal geklappt, dass wir diese Burger holen, weil ich glaube, die letzten 2 oder 3 Mal, wo ich hier war, war immer Betriebsferien bei dem Laden. Und ja, heute gibt es dann tatsächlich mal die Burger. Das Schlachtfeld der Essenstafel, aber super lecker. Sowohl Burger als auch Chicken Wings. Wobei ich mir habe sagen lassen, die Chicken Wings sind nur Beilage. So, gut. Wir läuten den Abend ein und was
gibt's noch zu sagen? Ich wollte noch irgendwas erzählen. Ach so, ich habe es nur Johannes erzählt. Wir haben es tatsächlich geschafft, den Bus hierher zu fahren und einen durchschnittlichen Verbrauch von 8,3 Litern zu haben, was gute 2 Liter darunter liegt, was alle anderen so gesagt haben. Also damit bin ich sehr zufrieden. Oder der Bordcomputer spinnt. Kann natürlich auch sein. Aber für mich ist es positiv. Ich freue mich erstmal. 8,3 Liter. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und ich mache jetzt hier dicht. Bis denn. Ciao.